Die Stadt Chartres, bekannt für ihre Kathedrale und deren wundervoll bemalte Glasfenster. Über 800 Jahre lang blieben sie fast unversehrt. Die 38-jährige Elodie Valli will diesen Schatz erhalten. Sie restauriert alte Glasmalereien. Auch die der berühmten Kathedrale aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Das Atelier Lorrain, eine der ältesten Glasmalereiwerkstätten, das sich noch immer in seinen ursprünglichen Räumlichkeiten befindet. Elodie kreiert und restauriert hier. An Glas gefällt mir besonders, dass es etwas ist, das mit dem Licht spielt. Das ist wirklich etwas, das mir sehr zusagt. Ein farbiges Glasfenster sendet je nach Tageslicht, je nach Jahreszeit, stets sich verändernde Schwingungen aus. Es ist ein wenig wie ein lebendiges Objekt. Wenn man eine Glasmalerei im Haus hat, bringt das eine Präsenz, die ziemlich stark ist, die sich verändert, die sich mit der Zeit entwickelt. So ist es etwas, das auch ein bisschen lebendig ist. Meine Mutter ist Kunstmalerin, so hatte ich schon ein künstlerisches Vorbild. Und ich habe bereits sehr früh Zeichenunterricht erhalten. Elodie absolvierte dann eine dreijährige Ausbildung an der Pariser Glasfachschule sowie Praktika in verschiedenen Werkstätten in Frankreich und in weiteren Ländern. Das Atelier Lorrain kann heute auf 6000 Glasmalereiprojekte auf der ganzen Welt zurückblicken. Restaurierung und Konservierung gehören zu den wichtigsten Aktivitäten in der Werkstatt. Als Elodies Arbeitgeber der Werkstätten Lorrain vor 4 Jahren in den Ruhestand ging, kämpfte sie gemeinsam mit einigen Unterstützern um die Erhaltung dieses Kulturerbes, das damals zu verschwinden drohte. Daraufhin kaufte die Stadt Chartres die Werkstätten, um ihren Erhalt zu sichern. Die gotische Kathedrale liegt nur rund 200 Meter entfernt. Der Bau wurde zu Beginn des 13. Jahrhunderts auf den Ruinen einer früheren romanischen Kathedrale errichtet. Ihre Glasmalereien stellen eine der vollständigsten und am besten erhaltenen Sammlungen des Mittelalters dar. Berühmt für ihre Farben, insbesondere für das intensive Blau, bedecken sie eine Gesamtfläche von mehr als 2600 Quadratmetern. Elodie hat an mehreren Projekten zur Restaurierung mitgewirkt. Es ist etwas Magisches, weil der Großteil dieser Glasmalereien aus dem 13. Jahrhundert stammt, einige aus dem 12. Ich habe mich vor allem um die aus dem 13. Jahrhundert gekümmert. Die Glasmalereien werden etwa alle 100 Jahre restauriert. Also sieht man hier alle zurückliegenden Epochen. Und man selbst ist ein Teil der über die Jahrhunderte dauernden Kette. Denn seit der Erschaffung des Werkes haben viele zu verschiedenen Zeiten daran gearbeitet. Und das auch in Zukunft. Es ist spannend, an der Konservierung dieser Kunstwerke mitzuwirken. Hier erkennt man 2 Hände aus verschiedenen Epochen. Also das ist eine Hand aus dem 13. Jahrhundert. Und dies hier ist eine Hand wohl aus dem 19. Jahrhundert, die also später erneuert wurde. Es ist also keine sehr harmonische Ästhetik. Aber sie haben sich bei der letzten Restaurierung dazu entschieden, sie so zu lassen. Die technischen Fertigkeiten der Glasmalerei gingen im 17. und 18. Jahrhundert teilweise verloren. Es war die Zeit der Aufklärung. Das Licht sollte ungehindert in die Kathedrale dringen. Also wurden alle farbigen Gläser durch farblose ersetzt. Ende des 18. Jahrhunderts kam die Farbe wieder in Mode und die Glasmaler haben die alten Techniken wiederentdeckt. Aber sie mussten das verlorene Wissen und Handwerk erst wieder neu erlernen. Die berühmteste Glasmalerei der Kathedrale ist das Fenster Notre-Dame de la Belle Verrière. Diese Glasmalerei gehörte zur Kathedrale des 12. Jahrhunderts und ist älter als die anderen. Sie überstand den Brand des Jahres 1194. Sie befindet sich immer noch in den Überresten der abgebrannten romanischen Kathedrale. Sie wird konserviert und ist deshalb umso wertvoller. Als sei Maria selbst dem Feuer entkommen und gebe ein Zeichen, dass wir weiter zu ihr beten können und dass sie uns dank dieser Leuchtkraft zum Himmel führt. In den Werkstätten arbeitet Elodie parallel an mehreren Restaurierungsprojekten. Dies sorgt gelegentlich für weitere Überraschungen. Dies ist ein Fenster, das wir für ein anderes Projekt in der Gemeinde Autun du Perche abgenommen haben. Da ist die Szene, die die Heilige Familie darstellt. Dieselbe Szene wie in der Kirche der Gemeinde Sour, die wir gerade restaurieren. Ich soll das Gesicht der Jungfrau Maria neu machen
und ich kann die Zeichnung nicht mehr nutzen. Die Zeichnung ist vollkommen verblichen. Also werde ich die fehlenden Teile auf einem anderen Glas neu machen, um das Gesicht wieder gut sichtbar zu machen. Und da ich eine andere Darstellung der Heiligen Familie in der Werkstatt habe, ist mir diese von großer Hilfe. So etwas passiert nämlich nicht sehr oft. Da ich dieselbe Zeichnung habe, die ein Jahr zuvor realisiert wurde, habe ich so bereits die Zeichnung der Jungfrau Maria. Ich werde sie nochmals zeichnen. So kann ich das Original genau nachahmen. Ich habe die Malereien direkt unter der Nase. Wenn man an den Glasmalereien arbeitet, sieht man sie von ganz nah. Doch wenn sie wieder in der Kirche sind, sind sie in 10 Metern Höhe. Und dann ist die Sichtweise eine ganz andere. Das muss ich immer im Hinterkopf behalten. Für dieses Glasmalereifenster, das von Elodie und ihrem Team geduldig restauriert wurde, ist nun der große Tag gekommen. Nach 2 Monaten Arbeit in den Werkstätten kehrt es an seinen Platz in der Kirche von Sur zurück, ganz in der Nähe von Chartres. Die Glasmalereifenster bilden zusammen mit den Wänden erst das ganze Bauensemble. Diese Beziehung zwischen der Glasmalerei und dem gesamten Bauwerk ist schon etwas Wichtiges. Bei der Restaurierung müssen wir das ganze Ensemble berücksichtigen. Wir haben immer diese Sichtweise der Ganzheitlichkeit. Die Hände sind gut. Die Hände kommen gut zur Geltung. Ja, die Hände machen sich gut. Es ist schön, sobald das Glasmalereifenster wieder angebracht ist, es in seiner eigentlichen Umgebung zu sehen. Es gibt dann eine vollständige Harmonie der Farben, die mit dem Gebäude zu einer Einheit verschmilzt. Eine Harmonie der Farben, die man in den Fenstern der Kathedrale von Chartres in höchster Vollendung wiederfindet. Über 800 Jahre nach ihrer Entstehung beeindrucken sie noch immer.